Unser Captain Olimar muss wieder ran, hat's aber auch fast geschafft. Nur noch 3 Raumschiffteile in der Fernquelle. Von insgesamt 30 hat er 26. Wir sind auf einem guten Weg hier im vorletzten Part dieses Let's Plays. Willkommen zurück. Ja, und jetzt bin ich gespannt. Ich glaube, die Gegner sind noch nicht wieder respawned. Aber ich wollte auch auf Nummer sicher gehen. Und habe mir deswegen 3 Raumschiffteile in der anderen Richtung übrig gelassen. Ja, wir sehen es schon. Da hinten sind keinerlei Gegner. Wenn wir jetzt so auf die Karte gucken, werden wir erkennen, das ist die Steuerung, dass sich hier in diesem ganzen wässrigen Gebiet die letzten 3 Raumschiffteile verbergen. Relativ einfach zu erreichen. Also, ja, und das war das, wo ich die Gegner befürchtet hatte. Ja. Ich würde ja fast schon sagen, kommt Leute, wir machen ganz kurz einen Schlenker. Und sehen zu, an Nektar zu kommen, dass sie noch ein bisschen... Ja, das sind mir zu wenig Blüten. Wir müssen auch ein wenig bauen, ein bisschen kämpfen. Ich glaube, zum Bauen bringt eine Blüte gar nicht mehr, oder? Weiß das jemand? So Brücken bauen, Wände einreißen, sind Pikmin mit Blüten besser? Oder hat das nur im Kampf Auswirkungen? Ja, du rupfst mal und ihr macht hier. Bung, bing. Ich denke, wir haben mehr als genug Zeit. Ich muss noch eine Sache korrigieren. Ich habe ja gesagt, dass die Gebiete von Pikmin 1 alle wieder auftauchen. Und zwar in Pikmin 2. Bis auf Gebiet Nummer 3. Und das nicht. Und das taucht wiederum auf in Pikmin 3 Deluxe, beziehungsweise im DLC von Pikmin 3 auf der Wii U. Oh, da habt ihr auf jeden Fall einen Punkt. Daran hatte ich nicht primär gedacht, weil das halt nur so die kleine Kurse sind, wo du ein bisschen was zu erledigen hast. In Pikmin 3. Das haben wir auch gesehen in meinem wunderbaren Pikmin 3 Deluxe Let's Play. Auch der Grund, weswegen ich so ein bisschen hadere, Pikmin 3 erneut zu Let's Playen, auch wenn ich sage, hier die Road to Pikmin 4. Im dritten Teil haben wir ja quasi. Wobei, das ist ja auch schon wieder 3 Jahre her, oder? Ende 2019 kam das raus für die Switch. Verrückt, ne? Waren die Verkaufszahlen so gut, dass die Leute gesagt haben, jo, können wir machen? Jetzt mal im Ernst. Wir haben ja damals so ein bisschen philosophiert, das ist die Bestandsaufnahme von Nintendo, zu gucken, ob die das machen wollen. Neues Pikmin für die Switch. Und jetzt auf jeden Fall machen sie ein neues Pikmin für die Switch. Aber war das der Plan, der ursprüngliche, ne? Haben die Verkaufszahlen gereicht? Ich meine, gut, ein Pikmin ist halt ein Nischen-Franchise, ne? Du kannst Leute auf der Straße nach Super Mario fragen oder nach Pokémon. Das kennen die. Aber bei Donkey Kong und Zelda wird es schwieriger. Aber Pikmin! Tja. Das sind nur wir, People of Culture, die auch dieses Franchise kennen, das eben etwas anderes Gameplay hat, aber dieser strategische Element. Und die süßen kleinen Pikmin, die munter arbeiten und sich opfern. Die kennt nicht jeder. Naja, deswegen gibt es auch nur 4, beziehungsweise mit dem 3DS 5 Teile seit 20 Jahren. Oder will man Nintendo Land noch mitzählen? Oder Pikmin Bloom? Ja, sagen wir 4 Hauptteile. Übrigens, hey, Pikmin für 3DS werde ich auch nicht wieder Let's Playen. Pikmin 3 muss man nochmal gucken, ich denke nicht. Vielleicht auf Twitch. Aber mal gucken. Mal gucken. So, was machen wir mit dem Dicken? Ah, das ist schwierig, ne? Eigentlich sollte ich hier mit den Roten hingehen oder die Bomben nutzen. Die Idee ist gar nicht so schlecht. War das schon mal schlechtere Ideen, Markus? Sache mit den Bomben könnte genau das Ding sein. Ich glaube, ein Pikmin wurde gefressen von den kleinen Mistviechern. Statt einer Armee von Roten. Ah, ist nur einer. Komm mal mit. Na, wer erkennt sich wieder? Wer von euch in den Kommentaren ist dieses gelbe Pikmin? Fühl dich angesprochen und folge mir. Was zum? Ich habe nicht mal was gedrückt. Ah,
das Problem, was sich mir stellt, ist das richtig abzutimen. Also ich selbst geopfert dabei. Das tut mir wirklich leid, lieber Abonnent in den Kommentaren. Aber es war für eine gute Sache. Ich glaube, dein Tod hat viele andere blaue Pikmin vor ihrem Tod bewahrt. Oh, stille Erleichterung. Meine Massageeinheit. Einfach an den unteren Rückenbereich legen und einschalten. Ich kann es kaum erwarten, sie zu benutzen, da mein Rücken seit dem Crash fürchterlich schmerzt. Ach, welch süße Freude. Verspannt bin ich auch, Olimar. Verspannt bin ich auch. Weißt du, oh, warte mal. Ich muss mal gucken, ob auf dem Weg irgendwelche Gegner spawnen. Da waren ja die Frösche. Ich gehe den Weg mal ganz kurz für euch ab, ja? Da jetzt nehmen halt den Rotz mit. Ob hier irgendwas spawnt oder Frösche aufmerksam werden, das wollte ich ganz kurz wissen. Aber sieht nicht danach aus. Ja, Massageeinheit. Ich habe im Einkaufszentrum auch schon mal solche Sessel benutzt, wo du einen Euro reinschmeißt und dann irgendwelche Kugeln deinen Rücken bearbeiten. Ja, also ich denke mal schon, dass es gewissermaßen was bringen kann, aber irgendwie kommt mir das zu komisch vor. Wenn Massage, dann schon, ne? Dann schon von Mitmenschen. Richtig schön durchknautschen lassen. Ich war in der letzten Zeit so lange unterwegs, dass ich es kaum erwarten kann, sie zu nutzen. Witzig ist, wenn man erst die Massageeinheit findet vor dem Sitz. So, ich glaube, das hier, das ist natürlich so gedacht, dass du Pikmin verlierst. Dass sie so da entlang gesteuert werden. So, Achtung. Unteren Steuerkreuz drücken, damit das auch gegrabt wird, beziehungsweise den C-Stick auf dem GameCube. Der Reparaturbolzen. Dieses Roboterwunder kann einfach alles in und um Schiff reparieren. Das ist auch gut so, denn die Behebung technischer Pannen finde ich einfach langweilig. Langweilig, hat er gesagt. Wir sind ja auch auf die Schnauze gefallen. Am besten wäre es ja gewesen, wenn das Raumschiffteil nach da hinten geflogen wäre. Man kennt's. Sag mal, wie kommt man... Ach, das hier hängt hiermit zusammen? Nee. Eine ganz dämliche Frage. Eine ganz dämliche Frage habe ich jetzt mal. Ach, hier geht's wieder raus. Okay, das wollte ich nur wissen. Wenn Oli mal hier reinfällt, war meine Frage. Aber jetzt sehe ich ja, dass man hier wieder raus kann. Ja, an was die hier so alles denken mussten, ne? Reparaturbolzen. Wie kann dann ein Bolzen alleine so eine... Wie nennt sich das eigentlich? Flügelschraube oder so, ne? Flügeldübel. Oder Flügelmutter heißt es, glaube ich, ne? Okay. Ne, die Mutter ist das Ding, wo du es draufdrehst. Ja, wirklich ein Bolzen. Ein Flügelbolzen. Ich weiß es nicht. Sieht aus wie ein normaler Bolzen, ist tatsächlich aber ein Reparaturroboter. Ich glaube dir. Ich habe 28 von 30 Teilen gefunden. Wenn ich nur noch eins finden würde, könnte ich die Leistung meines Schiffes erhöhen. Das hat er diesmal zum letzten Mal ausgesprochen in der Form. So. Eigentlich würde ich ja unfassbar gerne die Froschinskis bis dahin meiden. Noch den halben Tag übrig. Oh, welche Richtung nehmen die denn? Ich weiß es nicht mehr. Was ist denn der Laufweg von dem Pappnasen-Etzeler? Er guckt schon so. Die sind halt böse, aber die sind auch einfach zu besiegen, glaube ich. Probieren es einfach mal. Die snacken relativ schnell zu, aber wenn man sich drum kümmert, sind die auch selbst schnell weggesnackt. Deswegen um die sollte man sich kümmern. Ach, ein Blasebalg war hier hinten noch. Wir haben die Zeit, die noch wegzuhamstern. Das war praktisch. Kommt ja einiges raus, meine Freunde. Bin ich supi. Ah, nochmal ein Doppelpack.
gesagt, die Kombination ist es. Der Blasebalg und diese kleinen Schneckchen. Aber 3 ist jetzt auch schon wieder. Komm, wir wagen uns. Hey! Der eine wehrt sich mit Erfolg. Jetzt nochmal auf ihn. Dann haben wir gleich komplett freien Zugang. Könnt ihr nochmal die Speedrunner erwähnen? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich mit den... Oh Gott! Mit den Speedrunnern vergleichen will, ansatzweise. Aber da guckt man natürlich drauf, wie so der Idealfall wäre. Und da werde ich nicht müde zu erwähnen, nochmal zu sagen, dass es bei uns eben ein bisschen anders ist. Dass wir... Ja, dann mein Gott, transportiert. Wir die Tage komplett auskosten, was ein Speedrunner ja nicht tun würde. Ich präsentiere mein Interstellar-Radio. Es sendet ein konstantes SOS-Signal aus und überträgt Stimmen, die es im All einfängt. Dadurch werden meine Momente der Langeweile unterbrochen. Auch wenn der Dolphin komfortabel ist, so ist er manchmal doch ein einsamer Ort, gerade in der Nacht. Stimmen im All, aber du meinst schon andere Raumfahrer oder doch Aliens. Vermutlich sind Aliens nichts mehr Außergewöhnliches in der Welt von Pikmin. Oh, der Planet Hokotate. Und auch der Planet Koppai. Signale aussenden können. Das missfällt mir jetzt so ein bisschen hier. Aber ihr seid schnell genug, ne? Ja, so wird das nichts. Euch lasse ich in Ruhe, euch lasse ich hier sterben. Es ist Sterben vor Langeweile, meine ich. Was anderes habt ihr nicht verdient. Oder nee, weil er holt schon blaue raus. Jetzt habe ich nirgendwo mehr Nektar, ne? Ich hätte noch rote Pikmin irgendwie Nektar geben können. Ach, da ist noch was. Ist vielleicht noch eine Idee. Für den letzten Tag, wo es den Final Boss geben wird. So unspektakulär heute, der 13. Tag ist, so geil wird der letzte. Beziehungsweise, da wird ziemlich viel stattfinden. Interstellar Radio. Das Radio sendet kontinuierlich ein SOS-Signal. Mir läuft die Zeit davon, deshalb kann ich nicht auf Rettung warten, sondern muss die Suche fortsetzen. Jedes Teil zu finden ist sehr viel verlangt, aber ich denke, ich brauche gar nicht alle Teile, um den Dolphin zum Fliegen zu bringen. Ja, richtig, das müsste auch ein optionales sein, aber ich weiß es nicht. Wir werden es am Ende nochmal sehen. Ich habe 29 Teile gefunden und kann jetzt in weiter entfernten Gebieten suchen. Ich finde, das sieht sogar besser aus als vorher, oder? War der ganze andere Schnickschnack auch schon dran in der Intro-Sequenz? Ich bin mir nicht mehr sicher. War das alles schon dran damals? I don't know, man. Ach. Ja, ich will ja nur... Bin nur pflückfaul. Jemand meint doch in den Kommentaren, Markus, du weißt schon, wenn 100 Pikmin auf dem Feld sind und die Sachen abträgst, dann bringt das gar keine neuen Pikmin. Ja doch, hier unten in der Gesamtanzahl sieht man es, oder in der Berechnung, in der Population. Bringt schon neue Pikmin, man muss sie nur nicht rausziehen. Und das ist halt so, was ich dann ganz praktisch finde eigentlich. Bleibt. Irgendwie hat dieses Spiel auch leider, und damit das Let's Play, die Aufnahme, ein Links-Rechts-Problem, oder? Ich habe immer nur das rechte Ohr drin und höre so Sachen wie die Pfeife. Überhaupt nicht. Weil das irgendwie nur auf der linken Sequenz zu hören ist. Wie kommt das denn? Ich würde ja tatsächlich gerne später eventuell sogar auf Mono einstellen. Aber das heißt später, ne? Wenn ich dann Pikmin 2 bringe. Weil, weiß nicht.
brauche das nicht. Ich weiß auch nicht, warum die und die Soundausgabe nur auf der linken oder rechten Seite zu hören ist. Aber ist wohl so. Ja, wer das hier abtransportiert, ist eigentlich auch komplett Schnuppe. Denn die Pikmin, die wir haben, werden auf jeden Fall reichen. Könnt ihr nochmal versuchen, was zu snacken. Das wird nochmal wichtig sein. Warum haben nur so wenig rote Pikmin Blüten? Aber ich glaube, früher habe ich darauf gar nicht so geachtet. War mir dann egal. Macht halt nur doch in der Masse schon einen Unterschied, ob du einen Blüten- oder einen Blatt-Pikmin hast. Oh, wie ernüchternd. Oh, wie ernüchternd. Und mehr gibt's hier nicht, ne? Das ist natürlich eine bittere Pille. Gut, Leute. Für ein 100% Let's Play würde ich sagen, baue ich auch das. Baue ich auch das. Kommt da wieder runter. Wozu ist das gut, Freunde? Könnte man Pikmin hochschicken? Ja, aber ich sehe die Notwendigkeit nicht. Ich sehe, dass man das machen kann, so. Aber ich sehe die Notwendigkeit dafür nicht. Ist irgendjemand noch außerhalb des... Müssten alle innerhalb sein. Nee, kämpfen sollte jetzt nicht, tatsächlich. Okay. Gibt keine Möglichkeit mehr, irgendwie aufzustocken. Tja, da müsst ihr so klarkommen im nächsten Part. Nicht hinfallen jetzt beim Timer, das wäre ganz praktisch. Und wir haben die ferne Quelle geschafft. Natürlich ein anstrengender Level, weil... Ja, aber okay, es geht halt, wenn du die... Wenn du die Gegner klatschst vorher. Wie wir es getan haben. Noch 5 Pikmin? Wo, wo? Ich kann nichts mehr aufrufen. Warum kann man denn nichts mehr aufrufen? Wo sind denn noch 5 Pikmin? Wo sind denn noch 5 Pikmin? Bin ich gerade retarded? Habe ich die doch auf dem Weg verloren gerade? Dann tut's mir leid. War alles gut gemeint, Mann. Ich hatte nur gute Intentionen. Hm. 13 Tage seit Absturz. Ein einziges Teil fehlt noch. Da ich 29 Teile gefunden habe, ist der Dolphin fast wieder vollständig intakt. In den Tiefen des Waldes unter mir sehe ich eine Region, in der ich das letzte Teil vermute. Dies ist ganz klar mein letzter Versuch. Mein Lebenserhaltungssystem wird in 17 Tagen versagen. Aber nur Mut. Ist noch über die Hälfte. Tatsächlich 5 zurückgelassen. Ich hatte doch noch eben alle. Ach, meine Güte. Tja, steckst du nicht drin, Leute. Was bleibt mir mehr zu sagen, Leute? Außer im nächsten Part. Warum auch immer, ne? Guckt euch diese Sternschnuppen an. Im nächsten Part gibt es hier ein eigenes Gebiet für einen eigenen Part. Man könnte auch 2 Parts drin verbringen, aber ich will es natürlich in einem Part gebacken kriegen. Und hoffe, dass ihr dann dabei seid. Ist der Daumen oben, werde ich euch loben und verpasst nicht den letzten Part von Let's Play Pikmin. Bis dann und ciao!